ich bleibe stehen, weil das Ananas, das ist ja auch ein bisschen sonst. Okay, 他不错，他不错，他就暂时。 Das Messer ist super, also keine Angst. Ich schneide nur die Ananas. Ja, 义工，这把刀太棒了。不过，它只是用来切凤梨。 Ich denke, die ist sehr saftig. Das 很多汁，这凤梨很多汁。 Ananas in Deutschland ist ganz trocken. Hier ist schon ein kleiner See. Ja, sie haben ja trockenes Wetter. 他说德国的比较干，我这边空气天气又比较干了。好，现在要削皮。我想各位你们可以看得到，这跟打乒乓有绝对的关系。你看他怎么削球，他就怎么削这个。那你听懂吗？ Mein Gehirn ist geschnitten, haben Sie? Ja. Die Ananas geschnitten. Ich bin ein Experte im Schneiden, ja, in der Tat. 他说，他的确在乒乓球上面切削球是他的重要的一个技巧。那你想一下，你 sind bestimmt schon alle ganz hungrig。 他说，你是每个都很想吃的，对不对 ？Ich kann das in den Gesichtern erkennen。 他说，看你们的脸就知道，一脸好过的样子。 Ist das ein deutsches Messer? Nein, das ist glaube ich ein taiwanesisches Messer. Oh, das ist nicht Deutschland, das ist Taiwan-Dao, gau lai. Das hier essen wir in Deutschland nicht, ich weiß nicht, wie das hier in Taiwan, aber das hier, herzlichen Dank. So, wenn es nicht reicht, muss ich noch weiter schneiden. 他说，如果这些不够的话，一个给小钱。 我们是给他一个鼓励跟刚强。第一块当然是给他自己吃。好，OK。嗯，等完了别吃完，没路灯灯，自己非gifted的，自己当然是别来的。我们等两分钟，他没有中毒，我们就继续吃。 Sie wollen natürlich nicht nur die Ananas anbieten, aufschneiden, anbieten, Sie wollen auch etwas erzählen und Ihre pädagogischen Vorstellungen. Ist das so? 你一定不只是要切凤梨，你还要透过你切凤梨来跟我们讲一些教育上的事情。Ja, ich kann gerne etwas über das Lernen erzählen und vielleicht ist die Ananas ein schönes Beispiel dafür. 切凤梨的确是对于学习是一个很好很好的比喻。 In Deutschland gibt es viele Menschen, die über Motivation reden und die sagen immer, man muss sich ein Ziel vornehmen und dann sagen, in einem Jahr möchte ich das können. Und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt stimmt. Ich glaube, nein, man kann es auch anders machen. 我不确定说这对不对，但是我觉得应该还有别种想法。 In meinem Leben habe ich ganz oft eine kleine Aufgabe gesehen, wie Ananas aufschneiden. 在我的生命当中，我遇过有很多很多不同的任务，大大小小的任务，例如切凤梨就是其中一种。 Oder auch Tischtennis spielen. 例如打桌球也是。 Ich war als 12-Jähriger im Urlaub und da gab es eine Tischtennisplatte und Schläger und ich dachte, das probiere ich aus. 他在12岁去度跟父母去度假的时候，就有一张桌球桌，然后又有桌球拍在桌上，他就想说，哎，那我来试试看好了。 Dann habe ich einen Schläger in die Arme genommen und es versucht, aber es ging sehr schlecht. 但是我就把桌球桌夹在我的两只手背当中，但是很难打。 Und dann hat das ein Mann gesehen und sagte, wenn ich dir den Schläger an den Arm binde, vielleicht geht es dann. 然后就有一个老先生过来跟他说，如果我把桌球桌绑在你的手背上，或许就可以做得比较好。 Und er hat es gemacht und ich habe ganz langsam angefangen zu spielen, sehr unsicher. 所以他就把他绑在他手背上，然后他就慢慢慢慢的开始觉得，哎，开始用这样的方式打起来。 Aber es ging jeden Tag ein ganz kleines bisschen besser und ich habe 2 Wochen im Urlaub Tischtennis gespielt und jeden Tag etwas mehr gelernt. 我每天每天都进步一点点一点点，在这两个礼拜当中，我就学会了打桌球。 Und dann bin ich in einen Tischtennisverein gegangen und der Trainer hat auch gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du Tischtennis spielst, aber ich mache es dir vor und du versuchst es nachzumachen.
所以他后来就参到了一个那个桌球协会去，但是那个教练一开始跟他说，我不知道你这个这么短的手背怎么打桌球，但是呢，我想我就示范给你看，那你跟着做吧。Und weil in mir dieses Gefühl war, es wird immer ein bisschen besser, habe ich mich gefreut und habe ich mich stark gefühlt und habe immer gefragt meinen Trainer, ich muss was machen, was jetzt noch ein bisschen schwieriger ist als gestern. 所以他这样子的一个一小段一小段的进步，就带给他许多许多的快乐。于是他就开始问他的教练，每天说，我想要再做难一点的，再难一点的，然后想要再做更多尝试。Und so habe ich fünf Jahre trainiert.Ohne ein Ziel zu erreichen, ohne ein Turnier gewinnen zu wollen, sondern einfach aus der Freude, dass ich merke, ich werde immer besser und ich kann mit den anderen Kindern mitspielen. 所以这五年当中呢，他就在一个没有强迫自己的状况下，也没有固特定的目标要什么接受训练的状况，而是充满了乐趣的状况下，慢慢的打桌球，而且这桌球可以让他跟其他的孩子一起玩。Und dann erst habe ich gehört, dass es Turniere gibt für Menschen mit Behinderung.Und dachte, da fahre ich mal hin, das gucke ich mir an. 所以他后来呢就听到说，哎，有一种是有一种桌球赛是专门给身体有肢体障碍的人士，所以我去看看吧。Und da habe ich dann ein Ziel gehabt und trotzdem hat mein Trainer immer gesagt, nimm dir nicht zu viel vor. Wenn du es nicht schaffst, wirst du enttäuscht sein, aber du kannst doch schon so viel.所以他就在那边有一点点的小目标，但是他的教练也跟他说，不要太多的压力，那只要你有一点点进步，你就会很开心，但是如果压力很大的话，你会有很多失望。 Also die Menschen haben mir immer gesagt, du musst Spaß haben an dem, was du kannst und darfst nicht enttäuscht sein, wenn du ein Ziel nicht erreichen kannst. 所以在他生命当中，很多人跟他说，如果你达到了一点目标，那你就会你就可以得到一些快乐，得到一些乐趣。但是如果没有达到目标的话，你也不要感到失望。Denn hätte ich mir vorgenommen, irgendwann eine Goldmedaille bei Paralympics zu gewinnen, wäre das Ziel zu hoch gewesen, es wäre zu weit weg gewesen, ich hätte es nicht probiert. 如果说我一开始就立定一个目标，说我一定要得到那个残障奥运的奖牌的话，那这个目标实在是太高太大了，也会给我太多的压力，我就不会学起来有乐趣了。Aber weil ich geschaut habe auf die kleinen Erfolgserlebnisse und das hat mich innerlich stark gemacht, konnte ich Schritt für Schritt für Schritt über ganz viele Jahre gehen, bis es irgendwann soweit war und dass bei den Paralympics war und dann habe ich innerlich so viel Kraft angesammelt, dass ich dann auch bestehen konnte. 所以我就透过这样一小步一小步的成功跟一小步一小步的乐趣，带给我让我自己觉得我内心越来越坚强，越来越坚强，然后去达到一个慢慢一步一步五年来去达到一个我可以达到去拿到这个残障奥运的奖牌。Und dann hat mir mein Trainer gesagt, dass schon gedacht hat, als ich so 13 oder 14 war, dass ich ganz viel Talent habe, aber gesagt hat, ich wollte dir nicht sagen, vielleicht kannst du irgendwann ein internationales Turnier gewinnen, weil du vielleicht dann verkrampft geworden wärst, weil du gesagt hättest, jetzt muss ich unbedingt und ein Muss ist immer schlechter als ein Wollen.其实后来他成功以后，他的教练有跟他说，我在你13、14岁的时候，其实就看出你蛮有天分，但是我那时候不愿意告诉你，因为我想说，我告诉你之后，你可能就会开始被就会很紧张，然后被局限住，那之后你就可能会压力很大，也就不能得到一些成功。Ja, und das ist bis heute meine Pädagogik. Freude am Talent und dann Schritt für Schritt für Schritt und schauen.Wie weit es geht und manchmal kommt man da weiter, als wenn man sofort immer alles will. 对不起，他前面还讲一句话很重要。他说，所以呢，那个想要去做比必须去做，对一个人的学习更重要。然后一步一步的去往前，让他在生命当中去尝试到说一步一步的成功，这个带来的乐趣是很大的。Das war's. 所以刚开始是 Schritt für Schritt 就一步一步来，拿了奖牌又就变成 Schritt für Schritt。Okay, 那么接下来我们是不是要开始？媒体想要拍 ，OK， 拍照要拍照。OK。Wenn du einen Stuhl hast, dann kann ich. Okay, gleich. Ja. Ja. Haben Sie Ihren Lehrstuhl? Ja. Genau. Das liegt daran.Ich habe seit einem Jahr mit dem Leistungssport aufgehört und seitdem habe ich das Gefühl, mein Schläger wird immer enger und enger. Okay. 这个他已经有一年没有正式参加这一些
战胜了这些比赛。所以这一年他等于没有正式参加比赛，他觉得，你看看他的这个球拍其实是一个特制的球拍，球拍本身并没有真正的，因为没有手，所以这个球拍并没有真正抓在他手上，所以这是一个特制的球拍。那他的这个左手臂他是完全靠自己啊，也刚刚也左手臂越来因为没有运动，但越来越粗，所以越来越不容易戴上去。不过没有问题。